Rock her? Vom Straßenrand. Du musst nur den Kopf senken und dann scheint er auf Pickup Rock oder irgend sowas. Ne? Ja, und dann die Pickaxe nehmen und dann Steine zerschlagen. Ja, man kann ja heute das natürlich. Weil das eine ist ein Stone Fireplace, also ich denke, das ist nicht zum Schmelzen. Eine Furnace ist dann. Nein, nein, das sind beide zum Schmelzen. Ah, okay. Deshalb die Frage. Pass auf, ich sag dir, welcher am gescheitesten ist. Da muss da rein. Wo waren wir da? Wo war's? Equipment, oder? Base Building Utilities. Base Building Utilities. Du nimmst am besten. Den Rock. Oh mein Gott. Nicht was den Fireplace, sondern den Furnace, genau. War 30 Sekunden. Also ein Stone Furnace. Genau. Okay. Das Krog. Pass auf. Ach, mir fehlt genau ein Stein. Ja, die Hupp. Da, komm her. Ich hab 5 dabei. Ach ja, das Fleisch liegt. Du stehst auf das Fleisch. Ja. Ich muss aufs Fleisch aufpassen. Was ist das? Komm mit die Steine. Soll ich irgendwo Stein abbauen gehen mit da? Ja, ne, wir haben noch sicherlich nur 30 oder so. Achso, weil ich habe nämlich auch noch ein paar gesammelt. Metall brauche ich, also Eisen vermute ich mal, dass ich brauche. Nee, Eisen, also haben wir genug an und für sich. Ich circa 50 haben wir in der einer von den 3 Kisten. Ja, nicht da. Ich glaube eher links. Nee, die habe ich ja. Das Scrap Metal? Ja, das, ja. Das hab ich. Reicht das nicht? Oder was brauchen wir denn dazu jetzt? Du brauchst Scrap Metal. 10 so, Scrap Metal. Inventory? Aha. Echt willkommen. Okay, und wie geht das jetzt? Oh. Du kannst jetzt das Metall anscheinend in den Stone Furnace machen. Okay, und wie produziert ja, das Ding? Du musst natürlich ob, also diese Steine abfarmen, ne? Du musst diese. Sag mal. Ja, aber da passiert ja überhaupt nichts. Du kannst nur Open Inventory machen, mehr kannst du nicht machen. Na, du musst erst mal den Ofen hinstellen und dann musst du diese Steine farmen. Also diese Steine und dann kannst du sie erst schmelzen. Ah, jetzt passiert was. Nee, da kommt nur Pack up. Nee, man kann gar nichts machen. Man kann den nicht mit Holz füllen oder irgendetwas. Wo stehst denn? Wo steht er denn? Ja, hier. Da war ja, passt schon. Achso, nein, nein, du brauchst das nur reinlegen. Kohle, Holz, was auch immer. Kohle ist natürlich am besten. Nur reinlegen. Okay. Ins Inventar. Das macht er dann automatisch. Halt da vorbei, bitte. Ja, warte, ich nehme gerade nur eine Pickaxe raus. So. Dann gucke ich mal, ob ich irgendwo Steine, Eisen finde. Bürgerliches Gelände haben wir ja hier. Und ich habe auch am Fluss Stein gesehen, stimmt. Dann alle im Fluss und neben der Straße am besten. Kohle, also wenn man Kohle findet, hat diese schwarzen Steine nehmen. Echt? Das ist ein Schwarz? Kohle hätte ich. Wow. Ich bin kurz AFK. Auch für kleine Mädchen? Heißt auch AFK, oder? Hä? Hä? Wieso ist er denn tot? Was ist mit dem passiert? Ist er zu Tode gestürzt, oder was? Wer? Ja, ich bin gerade von einem Zombie verfolgt worden, der ist einfach umgekippt. Das ist auch gut. Oder nicht? Aber auch ein bisschen überraschend. Oh, mein Messer ist kaputt. Das ist schade. Kann ich jetzt sowas reparieren? Muss ich nochmal wiederkommen? Das war ja noch nicht weit weg.
Das wäre wahrscheinlich eh gescheiter, wenn ich einen Quad nehme, oder? Und dann, wie weit? Ja, auf jeden Fall. Na, wenn du so Dinge suchst. Aber wir haben, glaube ich, bei uns hinterm Ding auch Eisen oder Sulfat oder was auch immer. Und unten mein Fluss sowieso, da kannst du sowieso immer suchen. Okay, dafür ist das nicht. Was denn? Ja, ich guck gerade, ob wir was haben, um das Messer zu reparieren, aber anscheinend nicht. Ja, du musst ein anderes Werkzeug, was schlecht ist, musst du zu einer Werkzeugkiste verarbeiten. Aber wir haben so viele Werkzeugkisten, du musst schauen, welches passt. Ich habe gerade mal probiert, es passt keiner. Wie hast du es denn probiert? Das musst du in die Invizierung zuerst, gell? Ja, klar. Okay. Also da passt keins, alles schlecht. Dann musst du ein neues... Geht das überhaupt? Was denn? Ein neues Messer? Oder muss man das finden? Weiß ich nicht. Also ich wollte jetzt auch erstmal nach Stein suchen, bevor ich danach suche. Get food! Ist da. So, aber bevor ich das mache... Ende ich hier nochmal die Aufnahme. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, sorry doch. Na bitte. Hallo, willkommen zurück zum Steinsuch-Simulator 5000. Ja, wir versuchen jetzt mal ein bisschen mit dem Basebuilding loszulegen. Wir brauchen aber dafür Eisen. Jetzt die Frage, wo finden wir Eisen? Er muss durch die Gegend laufen. Hoch. Ich ja nie drauf gekommen. Ich mach mich jetzt einmal nackig leer. Deswegen haben wir gedacht, ich sollte das. Ja. Oh, nee, das ist ein Schrottauto. Ist die gemacht, weil du Schrottauto sagst. Ah, nee, ist ein Boot. Schrottboot. Ah, ich glaube, ich habe was gefunden. Eisen. Eisen. Ah, okay. Wasser. Eisenwasser. Nee, im Ernst jetzt. Ja, das passt eh. Wo ist denn die Tür offen? Hahaha. Weiter. Ja, ist Eisen. Woran hast du das gesehen? Ist braun. Braun? Ne, braun. Und Eisen ist nicht braun. Doch. Braun. Ist ja verrostetes Eisen dann, ne? Ich bin doch nicht dumm, verdammt. Oh. Aber bitte einer sagen, was mein Haus ist. Ich war Haus geklemmt und weiß nicht mehr wo. Wenn du vom Bunker im Garten quasi runtergeläufst, dann kommst du zu deinem Haus. Ja, das habe ich geglaubt, aber das ist nicht, ich hab die angelogen. Dann weiß ich es nicht. Ja, eben. So ist es mir auch gegangen. Ist das Haus? Das ist. 13 Rocks habe ich jetzt und 38 Eisen. Okay. 13 Rocks. Aha. So, abgegrast, da kommt nichts mehr raus. Ist Anja noch wach? Wenn, dann nicht von mir. Wer bellt? Nicht bei mir. Nicht bei Ronny ist er. Dann ist doch ein Wolf. Ja, kann sein, dass sie schläft, wenn sie nicht bei Ronny ist. Wer schläft wo? Du schläfst gerade. Ist deine Mutter bei dir in der Nähe? Weiß nicht, aber Karina liegt im Bett, also kann das gut sein. Ich hab mein Haus wieder gefunden. Haha. Ich schaue auf dich. Hallo, und die ist. Das weiß scheinbar keiner, Schatzi.
Aber ich kann mal gucken, ob sie... Ja, das meinte ich ja. Okay. Eisen abgebaut. Ich habe jetzt mal 76 Eisen. Gucken, was man daraus machen kann. Ja, guck ich mal, auch. Ob ich noch Kohle finde. Aber meinst du, wir wollen noch mehr Eisen? Ja, ich gehe dann selber eher Eisen abbauen. Weil hier am Fluss ist jede Menge Eisen. Ja, ja, ich weiß es. Wie viel zu mir? Weiß es? Das war die kleine Rockprobe. L. Straßenseite auch Eisen? Ja. Ich hatte auch irgendwo Kohle gesehen. Also ich habe jetzt nur Gelbes gesehen. Also am Fluss ist auf jeden Fall jede Menge Eisen, Dirk. Ja, ja. Gelb ist Sulfur, Sulfat, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Ja, da kann man dann... Das wird man, ich glaube, das braucht man dann schon fürs Schießen. Ah, Anja steht jetzt bei mir. Die Katrin hat gerade gefragt, ob sie noch wach ist. Ja, sie ist jetzt wach. Na, was heißt, sie ist jetzt wach? Sie war draußen. Ja. Katrin will mit dir sprechen. Ja, aber nicht dazu, oder? Was? Nee, wahrscheinlich. Sie kann ja einfach eine WhatsApp. Ja, sie sagt Katrin Bescheid, sie kann Anja ruhig anrufen. Doch, ich bin auch empfangen. Wieso, wo warst du draußen? Da, wo ich meine Ruhe habe, habe ich jetzt mal ein bisschen mehr Arbeit weggeschnitten. Achso, du bist schon wieder an Arbeit. Ja. Ja, dann rufst du einfach Katrin an. Frag sie doch einfach über WhatsApp, ob du sie jetzt anrufen kannst. Mein Gott, wie kleine Kinder, hey. Also unten am Wasser wäre Eis. Ja, aber ich habe jetzt schon 3 Klumpen Eisen abgebaut. Oh, aber es kommt nichts mehr. Ja, nach einer Weile kommt nichts mehr. Also ich denke, das respawnt dann nicht. Also die zerbröseln dann nicht sozusagen, sondern du hämmerst da drauf rein. Ja, und nach einer Weile kommt dann halt no usable iron found. Was ist jetzt mit dem Lambas? Mit dem Lambasbrot? Ich weiß es nicht. Ich musste mal Foto fragen. Haha, sehr witzig. Wieso? Du hast doch gefragt, was mit dem Lambasbrot ist. Mit den Lambas. Ich weiß, was du meinst. In Holzflöcken. Lamba. Lamba. Ja, weiß ich nicht. Ich muss mal gucken, ob man das irgendwo abbauen kann oder. Ich habe einen gefunden, ich brauche 2. Also ich habe es auf jeden Fall wieder in die Kiste getan. Wenn darauf deine Frage hinging. Hinging. Ginseng. Schön hier. Bombay. Weg. Bombay. Er sagt Bombay, ja. Hinter unserem Haus, oder hinter unserem Gebiet, ist ein 100% verstrahltes radioaktives Gebiet. Ich bin nämlich gerade 100% verstrahlt. Ja. Ja, Dirk hat da einschlägige Erfahrungen mit. Hat er ja eben gesagt, dass das da ist. Ja, aber das direkt bei uns heißer ist, das habe ich nicht gewusst. Ja, okay, ich habe es so verstanden. Okay. Er lacht.
Ja, ich brauche eine Pille. Ich hab ja nur so, ich weiß nicht. Nee, 100% weiß ich nicht, ob du das noch heilen kannst. Da kannst du eigentlich nur sterben. Weißt du? Ich habe das Haus gesehen und dachte, geh mal da hin, ne? Aber da stehen auch Schilder drum, ne? Also, ich bin durch den Wald und ich bin echt gewechselt. Ach, echt? Stehen da auch noch Schilder drum rum? Achtung, Radiation. Ich hab's, war sehr spät erst gesehen, aber... Wo ist denn jetzt ja, sehen? Ist ja zumindest hilfreich, dass Schilder dran stehen, finde ich. Ja. Wenn ihr wisst, was ich meine, oder was ich damit sagen möchte. Radiation Sickness, ja. Yeah. Wird das Schild da dran stehen? Ich meine, ich weiß, ich lehne mich jetzt vielleicht ein bisschen weit nach vorne. Aber wenn das Schild da steht, dran steht, Achtung, Radiation, denke ich, dass da Strahlung ist. Ja, mein Gott, wieder das. Ja, aber die siehst du ganz schlecht, ne? Achso, okay. Besonders wenn du 100% verstrahlt bist, ne? Und wer soll das Fleisch dann essen? Hier, wenn man Hunger hat, das ist in den Picknickkorb. Bei 100% Verstrahlung. Ja, ich glaube, da stirbt man besser, glaube ich. Ey, mal das Fleisch essen, wa? Ja, ich glaube auch. Da verhört man lieber das Fleisch für die Lebenden. Da oben ist ein Gebiet, da sind nur abgestorbene Bäume, meint er das? Genau. Okay. Die sind abgestorben, immer noch, die haben nur kein Laub gehabt. Nee, ich dachte, die haben Schau, die haben kein Laub. Ja, hast gedacht so, bald sterben auch hier, ne? Wir sind ja. Jetzt schaut nicht so gut. Ja, wie geil ist das denn? Ja, Dirk, ich soll dir sagen, Anja schreibt gerade der Katrin. Weiß man nicht. Was das? In welcher Form das hilft, dass ich das jetzt mache? Soll ich der Katrin mal Bescheid sagen, ja? Ja, kannst du ja mal Bescheid sagen. Kannst ja mal von unten im Keller raufschreien. Ich bin ja hier. Also wenn er das ist, der hier steht. Oh, ich glaube, ich habe was gesehen, was Schönes. Mal hinfahren, ob ich das richtig habe. Also, ich brauche 20 Wax. Ich habe jetzt 14. Wax. Doch, 14. Jo, ist ja kein Problem. Und du hast jetzt noch ein bisschen durch die Büsche gehen und dann machst du Wax. Oder ich klein werden. Ihr sollt ein paar Rex machen. Wenn du das kannst, dann wäre das nett, ja. Laufe durch die Büsche, macht ein paar Rex. Wie stelle ich eigentlich so ein Schild hin? Mit der rechten Maustaste anklicken, da steht Place und dann kannst du das, wenn es grün ist, kannst du das, also im Haus funktioniert das. Okay, alles klar. Im Haus musst du es halt machen, nicht außerhalb. Weiß. Oh ne, den kann man nicht mehr flott machen, oder? Inventory. Oder wenn's grün ist, gell? Oh doch, man könnte. Du kannst doch damit laufen. Ja, weil dann siehst du nämlich, wenn es rot ist, so weit muss ich laufen, bis es grün wird. Weißt du? Ich habe übrigens was Tolles gerade gefunden, was euch, glaube ich, sehr helfen wird. Für alle zukünftigen Expeditionen ins Tierreich. Wirklich? Ein Zielmann? Nein, ein Subitron 4 oder 6, glaube ich, ist. Ein was? Ein Subitron 6. Damit kann man Strahlung messen. Na, das ist ja cool. Ja, dann der fängt an zu knarzen.
Bis diese großen ist, ja. Sobald ihr in der Nähe von Strahlung kommt. Wo ist denn das her? Hier in einem Lager gefunden. Das, ist ja das war das gerade, was ich meinte, so, oh, da habe ich was gesehen. Wolltest du nur Holz finden, Kohle finden, aber ein Lager zu finden, ist ja auch nicht schlecht. Es war nur ein kleines Lager, aber wie man schon sagt, ehe man sich schlagen lässt, gibt man sich auch mit kleinen Lagern zufrieden. Wie viele Rakes brauchst du? Fünf. Fünf Racks. Ja. Die ist aber anspruchsvoll, ne? Fünf. Fertig. Okay, kann ich mir holen. Ja, ich bin jetzt da, wo wir... na, ich lauf rauf. Warte, ich glaube, ich sehe dich. Du bist auch ganz orange, oder? Was kann ich? Bin ich orange? Ja, ich bin orange. Ja, warte, ich komme auf dich zu hier laufen. Ah. Wohl habe ich bis jetzt aber noch keine gefunden. Ich finde dieses gelbe Zeug, ja. Habe ich auch jede Menge. Da muss ich deine Frau hat dir was zu essen. Ja, ja. Ich bin ja hochgegangen, aber Bescheid gesagt. Ah, dabei hast du dir was zu essen mitgebracht. Von mir? Ja, haben wir ein Brot gemacht. Oder? Das war richtig komisch gerade. Ja, bitte. Habe der Kasten Bescheid gesagt und was sie jetzt daraus macht, weiß ich nicht. Jetzt. Ah, lass die Mädels mal unter sich. Kann ich das Ganze nur mehr machen, oder wie? Oder unten? Nein, das ist Stein. Warte schon, also einen habe ich jetzt gefunden. Wieso einen? Die müssen wir, die waren ja beinand. Also, ich meine, ein Satch. Ein Fisch? Die ganzen, ihr habt die ganzen Fetzen ausgelegt. Wer ist der Fetzt? Ja, ich weiß auch nicht, wo die hin sind. Na, Alter. Ich hab die nur wegfliegen gesehen. Super, jetzt kann man wieder alles von. Oh Mann, dieses Spiel. Du weißt ja, gibst du alle ja den kleinen Finger, ne? Wir sind gleich den ganzen Hand. Wir sind gleich den ganzen Hans. Ha. Das ist aber schön. Eichhörnchen. Letztes Wochen, okay. Oh, jede Menge Eichhörnchen hier. Ja, draufschießen. Essen. Wie schmecken die? Ich hab leider nichts zum Jagen dabei. Ja, ich auch nicht. Ich hatte mal sowas, aber. Das Spiel hat mir das weggenommen. Böses Spiel. Ja. Also ich mochte jetzt nochmal welche, gell? Leer. Hast du denn noch Zeug dafür? Ja. Ich habe jetzt gerade welche, aber jetzt gehen wir nach Haus und jetzt lege ich es da dort ins Haus. Ja. Also sitzt ja wirklich genug. Bist du hinter mir? Ich komme gerade auf dich zu, ja. Komm. Mal zurück. Aber ich weiß nicht, vielleicht sollten wir nach Hause gehen oder legst du das einfach in eine der. Ja. Aber so viele Kisten sind ja nicht mehr da. Ja, ich leg's da her. Weil ich nicht weit flendern, ne? Oder? Wer will flendern? Flendern. Jetzt? Ja. Ist doch ein Witz, oder? Ich hab's. Ja. Also hier im Bereich gibt's eigentlich nur Eisen, würde ich fast behaupten. Hier hatte ich doch mein... Genau, hier hatte ich mein Schild. Ja, ich auch. Ich habe bis jetzt auch nichts anderes gefunden. Stein. Auch nochmal... Eier, Eisen abgebaut. Ja, die können ja auch Bäume fällen, also von daher. Jetzt ist die Frage, wo ist jetzt die andere Richtung? Wir sind hier irgendwie jetzt an der Straße mitten in den Bergen. Auch hier ist keine Kohle. Ich habe aber schon Kohle gefunden gehabt. In den Bergen. Ich weiß, dass es gibt. Aber nicht jetzt. Nein, jetzt nicht.
Indoors ist, das sind so schwarze Steine. So. Was? Mein Haus habe ich jetzt auch geclaimed. Wirklich? Ja. Hast du ein Bett gemacht? Ja. Perfekt. Welches ist das? Ach, Kohle ist schwarz. Ich suche die ganze Zeit nach blauen Steinen. Warte, komm, ich schau mir das jetzt an. Wie Kohle ist schwarz. Ja, ja. Hast du das gewusst? Kohle ist dann ganz schwarze Steine. Ah, ich hab Kohle gefunden. Ich hab Cola gefunden. Seitdem ich jetzt nach blauen Steinen gesucht habe, die ganze Zeit, jetzt wo ich weiß, es sind schwarze, jetzt finde ich welche, siehst du? Hier vorne auf dem Platz. Wo sind denn die Wasserdinger hin? Was ist denn gekehrt hier? Die Schöne. Sind im Haus. Mit dem Müllhaufen vor der Haustür. Ja, hier habe ich dann einfach das Schildchen gesetzt und oben das Bett. Ja, eigentlich kannst du ja auch das Schild quasi vor der Tür stellen, ne? Unten auch eine Werkbank hast. Ja. Hey, was das ist? Das ist jetzt so wie es bei uns ist. Aha, ja, schau, perfekt. Wo ist das Schild? Oh, aus dem Kohlhaufen kriegst du aber viel mehr raus als wie bei Stein. Eisen. Alles meins. Wirkst super. Nur der Papa darf keins klemmen, weil wir müssen noch die Basis bauen. Genau, Papa, du musst jetzt immer random spawnen. Ja, noch wissen wir ja nicht, dass das funktioniert. Ja, funktioniert schon. Das haben wir auch mit dem einen Bett bei Dirk im Haus gemeint. Ja, funktioniert das. Wir haben es hergegangen. Warum soll es bei uns nicht gehen? Nee, das soll der Aller dann spawnen. Und gar so schnell. Wo ist meine Axt hin? Ist die Axt jetzt kaputt oder was? Das könnte passieren. Ja, meine ist kaputt. Naja. Ja. Ich habe jetzt aber auch 147 Eisen. Und wo ist die Kohle hin? Ist sie schon ausgegeben? Das ist lustig. Wo ist die Kohle hin? Super jetzt. Ja, die ganze Zeit hier darauf rumgehackt. Wie kann das sein, dass ich keine Kohle im Invi hab? So, nachdem ich jetzt weggestorben bin, hätte ich respawn at base. Hehe. Das ist nicht lustig. Wenn du zu voll bist, lässt du das alles liegen. Ja, aber dann müsste es doch auf dem Boden liegen und das tut es auch nicht. Natürlich blöd. Ja. Gut, habe ich mir hier den Arsch abgefahren und alles für den Arsch. Wieso, was ist denn? Ja, die Kohle ist weg. Ich habe die Kohle abgearbeitet. Gerade ist die Axt zerbrochen. Dann gucke ich ins Invi und denke so, yeah, ich habe jede Menge Kohle. Nee, ich habe jede Menge Eisen. Ja, was ist... Warst du zu schwer? Ja, wird wohl. Oh, nee, wieder. So, ich hier jetzt mal da, wo die...